herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wieder zum kleinen Tutorial bei Bloopys Kanal. Ich hatte mir noch überlegt, ich mache mal noch meine Video-Session wieder, die ich im alten Kanal hatte. Und weil ich ja immer wieder gefragt werde, wie installiert man LS15 auf einem Linux-Server oder auch Minecraft, habe ich mir überlegt, mache ich eine Tutorial-Serie. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal ganz kurz mit einem Basic-Video an, wie installiere ich ein Linux. Ja? Ich habe mich hier für Ubuntu entschieden, erkläre auch gleich warum. Das gehen wir einmal kurz Schritt für Schritt durch. Dann werden recht zeitnah die Videos kommen. Was muss man auf dem Ubuntu machen, dass ein Minecraft-Server läuft? Und was muss man auf dem Ubuntu machen, dass eben halt ein LS-Server drauf läuft? Und damit will ich so ein bisschen die Videos anknüpfen, die ich dort gemacht habe, die ja, wie gesagt, viele Leute auch geschaut haben und der Kanal ja, wie gesagt, als solches nicht mehr existent ist. Gut, fangen wir also an. Ja, wir installieren, wie gesagt, hier unser Ubuntu-System. Ich empfehle euch, wenn es möglich ist und ihr etwas der englischen Sprache mächtig seid, das Ding in Englisch zu installieren. Klar kann man ihn auch in Deutsch installieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder mit einigen Paketen Probleme gibt. Ich drücke jetzt hier mal einfach Enter und warte kurz. Ich, wie gesagt, habe die positive Erfahrung gemacht. Mit klassisches Englisch habe ich weniger Probleme. Das hat was mit den sogenannten Locales zu tun. So, wir wählen also Englisch. Dann wo mehr oder weniger welche Country. Da können wir jetzt hier auf Other gehen, können hier unsere Region ändern, können hier auf German gehen. Das ist nachher für die Zeitzonen und ähnliches wichtig. Das heißt, die Locale, das heißt die Tipps und ähnliches, ne, also wie jetzt das System selbst spricht, ist komplett in Englisch. Das ist halt wichtig, dass man weiß, dass Ü und solche Sachen nicht gehen. Was ich auch auf keinen Fall in Shells und ähnliches empfehlen würde, dass man das benutzt. Und der Rest ist aber eher auf Deutsch ausgelegt. So, und wir entscheiden uns auf UTF-8 das zu machen. Es gibt noch andere diverse Locales. Brauchen wir nicht. So, dann möchten wir jetzt natürlich noch eine deutsche Tastatur erkennen. Das heißt, dann machen wir hier jetzt diese klassische Erkennung. Machen wir einmal so und einmal so. Na, jetzt sieht er, okay, er möchte eben halt, dass ich und Kö habe. This labeled Ö, only count label for this key is on shift. Ö brauche ich eh nicht, weil ich später das ganze Ding nämlich anders verwalte. So, weil ich werde nämlich da per Putty nachher raufgehen. Ja, also in den anderen Aufnahmen, wenn wir dann ein bisschen weiterkommen. So, das sollte jetzt recht schnell gehen. Jetzt lädt er halt die Grundmodule. Für die Zuschauer, die sich wundern, warum das Bild so ein bisschen abgescaled ist, ich arbeite halt natürlich mit einer virtuellen Maschine, um euch viele Sachen zu zeigen, weil ich dort natürlich mir auch zurückspringen kann, gewisse Sachen umsetzen kann. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ich da natürlich jederzeit erstmal mit den klassischen Aufnahmen mit 720p, weil man sieht jetzt, das Bild ist schon recht klein, erstmal starte und dann eben halt upscale. So, jetzt kam die DHCP-Konfiguration. Habt ihr keinen DHCP-Server im Netz, sag ich mal, eingetragen, dann würde jetzt hier die Abfrage kommen, wie die IP-Adresse konfiguriert werden soll. Das ist jetzt, wie gesagt, bei mir im Netz nicht vorhanden. Ich habe halt einen DHCP-Server, auch einen DHCP-IPv6-Server, der im Endeffekt jetzt schon den Server eine IP gegeben hat. Jetzt müssen wir einen Hostname definieren. Hier ist es wichtig, dass ihr im Endeffekt irgendwas nimmt, was ihr euch erinnern könnt. Denn ihr könnt später mit DNS und ähnliches, werde ich mal in irgendwelchen Let's Plays erklären, so Basic Netzwerkgrundlagen, was man da beachten muss. Mehr oder weniger könnt ihr dann den DNS-Namen wieder auflösen, weil nicht jeder Mensch kann sich IP-Adressen merken. Und das geht vielleicht noch in euren Heimnetz, weil da habt ihr noch alles mit IPv4. Für diejenigen, die jetzt denken, was ist das? Das sind diese komischen Zahlen, wie Rechner adressierbar sind. Aber viele wissen, dass es diese IP-Adressen bald nicht mehr gibt, also diese Straßennummern im Internet, wie ich die so schön nenne. Und mittelfristig werden wir über IPv6 sprechen und die kann sich kein Mensch mehr merken. Und da wird natürlich solche Sachen wie DNS, also Dynamic Name Services, noch viel, viel wichtiger, dass man da natürlich auch weiß, okay, wo ist der PC überhaupt ansprechbar. Wenn ihr natürlich einen Server irgendwo bei, weiß ich nicht, im Rechenzentrum stehen habt, euch mietet, normalerweise ist da DHCP an. Da würde ich natürlich den Hostname dann eben halt den sogenannten Reverse DNS nehmen, den euch der Provider vorgibt. Ja. So, dann gehen wir hier auf Weiter. Jetzt der Fullname für den ersten User. Das machen wir jetzt hier mal das Bloopy. Der Username
im Unix. Ja, also das erste ist der Anzeigename, der zweite ist der Name, der nachher für ja, gewisse Informationen steht und das Passwort. So, das Passwort sollte eine gewisse Komplexität haben. Ich mache es jetzt hier mal einfach. Das heißt, achtet darauf, wenn ihr einen Server online irgendwo rumzustehen habt, empfehle ich es euch nicht, klassisch Server mit, weiß ich nicht, ich bin cool oder Admin oder irgend so ein Kram zu versehen. Denn die Passwörter sind wirklich unendlich wichtig, weil wenn euer Server gehackt wird und mit diesem Server Schandluder getrieben wird, seid ihr im Notfall vielleicht sogar haftbar. Na, also deswegen immer ein schweres Passwort nehmen. Oder was ich euch auch mal in einem Video zeigen werde, das sogenannte Remote SSH, also ne, das, was ich jetzt nachher ja auch nutzen werde, um die ganzen Installationen zu machen für Minecraft und. Umzustellen auf Key Authentication, das heißt mit einer Datei. Da gibt man dann gar kein Passwort mehr ein und wenn man die Datei irgendwo sicher gespeichert hat, die keiner hat, kommt man nicht mehr auf den Server. Ja? So, hier können wir jetzt noch auswählen, ob wir unser Home-File verschlüsseln wollen. Kann man überlegen, ob man das macht, mehr oder weniger auf einen Root-Server, der irgendwo im Netz steht, den man gemietet hat. Ist natürlich immer vorteilhaft, wenn man da Sachen drauflegt, die nicht jedermann sehen soll, weil wenn ihr den Server nicht mehr benutzt und kündigt, dann sind natürlich, ja, kann man neu installieren, dann sind aber die Daten immer noch drauf. Da kann man aber noch ein bisschen was tun mit anderen Möglichkeiten. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht machen. So, jetzt erkennt er automatisch anhand der IP, okay, wir sind in Europa. So, das hat er jetzt schon gemacht. Und jetzt kommt im Endeffekt die Möglichkeit, die Festplatten zu partitionieren. So, da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder das mit einem LVM zu machen, was im Endeffekt so ein bisschen neumodischer ist. Ich bin da noch sehr altmodisch. Das heißt, ich gehe hin und sage hier, ich mache es per Hand. Wir haben also hier ein System. Das ist jetzt, wie gesagt, mein VMware. Jetzt habe ich hier eine 32 GB Festplatte. Das heißt, im ersten Bereich mache ich erstmal eine kleine Festplatte. In dem Fall mache ich jetzt hier mal 4 GB, weil ich die so viel RAM habe. Primär am Anfang und das wird mein sogenanntes Swap. Ja, das Swap ist wichtig, ist im Endeffekt bei Windows-Usern das klassische Ausladungsdatei. Das heißt, wenn der RAM voll ist, wird da drin reingeschrieben. So, dann mache ich eine weitere Partition. Ich mache es jetzt hier einfacher und mache hier eine klassische eine Root-Partition. Wenn man das später ein bisschen schöner machen will, tut man das natürlich alles ein bisschen teilen. Muss man aber auch wieder selbst entscheiden. So, welches Filesystem man wählt, kann man hier auch nochmal überlegen. Ich, wie gesagt, nehme klassisch Extended 4, ist so der Linux-Standard. Es gibt diverse andere Filesysteme noch, die unterstützt werden, aber ich muss sagen, mit Extended 4 habe ich die wenigsten Probleme. Ja, dann kann man hier noch ein Label reinsetzen, das heißt so eine Art Beschreibung. Reverse Block ist im Endeffekt, dass 5% der Kapazität werden weggerechnet, die sind also erstmal nicht greifbar, das kann ich später jederzeit ändern. Könnte ich jetzt hier auch zum Beispiel auf 10% machen. Das heißt, wenn mir die Platte vollläuft, habe ich im Notfall immer noch 10% Puffer, die jeder mal als Zeit zurückholen kann. So, jetzt würde ich hier noch empfehlen, das Bootfleck draufzusetzen, denn wir haben jetzt keine separate Boot-Partition. Ja? So, dann machen wir dann. Jetzt sehen wir hier zwei Partitionen. Finish. Jetzt fragt er mir, will ich wirklich diese Partitionstabelle in die Festplatte reinschreiben. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt sage ich bitte installieren. Das geht jetzt natürlich super schnell, weil das jetzt, wie gesagt, im VMware nur eine virtuelle Maschine ist. Da muss natürlich nicht viel formatiert werden. Wenn ihr jetzt einen Server habt mit 2-3 Terabyte Platten oder so, kann das schon etwas länger dauern, wobei da auch eine Schnellpartitionierung gemacht wird. So. Und dann sind wir auch schon fast durch. Wir müssen nur kurz warten. So, Linux Image 3.16, ja, komm, das sind mal die klassischen Windows-Minuten, so die letzten. So, komm, kleiner Server, gib Gas. Ja, normalerweise so ein Installationsvideo ist natürlich eigentlich viel, viel schneller erledigt. Ich habe jetzt hier natürlich ein bisschen mehr aufgeholt. So, jetzt kann ich hier noch ein Proxy hinterlegen, was ein Proxy ist und was man damit machen kann, werde ich auch mal in Videos erklären. Proxy ist im Endeffekt, wenn ihr in Firmen, ihr habt jetzt eine schlechte Internetleitung und wollt die Internetleitung ein bisschen entlasten, könnt ihr halt mit Proxys arbeiten. Habe ich jetzt hier in dem Fall nicht im Einsatz, brauche ich nicht. So, jetzt holt er sich nochmal die Files, weil wir haben jetzt erstmal nur das Grundsystem installiert. Ja, also das war im Endeffekt nur der Grundkernel. Jetzt wird nochmal aktuell aus dem Internet, ja, ich sag mal, die wichtigsten Rohdaten gezogen. So, ja, das sieht man jetzt. Er installiert und installiert. So, da warten wir kurz, da machen wir nichts groß weiter. So,
Jetzt wird mir ja gefragt, sollen zum Beispiel automatische Updates installiert werden? Ich bin kein Freund davon, muss ich ehrlich zugeben, und mache auch No. Wenn ihr nicht groß im Linux-Bereich unterwegs seid und das System wirklich nur nutzt, um irgendwelche Server zu verwalten und euch nicht sicher seid und Pakete nicht selbst versteht und, dann macht ihr ruhig Install-Security-Updates automatisch, weil das sorgt natürlich, dass euer Server sicher ist. Ich persönlich mache es nicht, einfach aus dem ganz einfachen Grund, ich will nicht, dass Hunz und Kunz mehr oder weniger da drauf rumtont. Und ich hatte halt manchmal das Problem, dass dann neuere Updates entweder sogar manchmal mehr Fehler hatten als ältere oder dass mir Config-Dateien zerschossen wurden und. So, hier kann man jetzt noch auswählen, was mehr oder weniger an Funktionen installiert werden müssen. Das sind dann, sage ich mal, so gesehen Pakete, ja, die dann im Endeffekt mehrere Sachen beinhalten. Hier gehe ich hin und installiere eigentlich so gut wie gar nichts, weil ich immer sage, das mache ich gleich mit den klassischen manuellen Installieren als solches. Da könnt ihr natürlich, was ihr jetzt oben gesehen habt, das OpenSSH gleich am Anfang auswählen. Ich werde jetzt hier nach dem Reboot euch das mal zeigen, wie man das per Hand installiert, dass man so gesehen grundlegend auf das Linux auch remote raufkommt. Weil ohne das OpenSSH ist es halt so, dass ein Fernzugriff über SSH nicht möglich ist. Und da müsstet ihr ja immer an den Server irgendwie rankommen. Normalerweise, wenn ihr bei Providern seid und wie gesagt dort einen Server kauft, könnt ihr einfach die Systeme so installieren lassen, über die ihre Services. Da gebe ich immer einen Tipp bei den Ubuntu, wenn ihr das einsetzt. Oder Debian, also beide sind sehr ähnlich, wobei Debian noch ein bisschen besser ist, aber die Mehrheit, deswegen habe ich mich auch für Ubuntu entschieden, nutze immer mehr Ubuntu, weil Ubuntu hat einen großen Vorteil, nämlich da gibt es sogenannte TLS-Versionen. Diese TLS-Versionen sind die sogenannten LTS-Versionen, nicht TLS. LTS, das sind die Long-Term Support. Das heißt, das sind die Versionen, die sehr, sehr lange mit Updates, sag ich mal, gepflegt werden und man nicht alle zwei Jahre das Root Linux so gesehen, also das richtige Linux, immer updaten muss in vollem Umfang. Das ist ein großer Vorteil, deswegen setze ich also auf allen Servern fast nur Ubuntu LTS ein bei Simo4U, weil ich da natürlich eine sehr hohe langen Update-Zyklus habe. Ich habe zum Beispiel einige Server, ich werde jetzt nicht sagen welche, die laufen immer noch mit Ubuntu 12 anstatt 14, was wir jetzt hier nutzen, aber mit den Ubuntu 12 habe ich jetzt immer noch mehr oder weniger Zeit bis, ich glaube, knapp Ende 2017, 18, glaube ich, ist noch der Support gegeben. Aber da gibt es Listen, kann man reingucken. So, jetzt wird hier nochmal gefragt, ob ein Bootloader installiert werden muss, weil wir irgendwie muss ja noch das Betriebssystem booten. Das ist im vorderen Bereich der Festplatte. Da wird im Linux-Bereich standardisiert gut genommen. Da sagen wir natürlich ja, möchten wir, dass es im Master-Boot-Record reingetragen wird. Das hätte ich fast genießt. Habt ihr ein Windows installiert? Ist es wichtig zu wissen? Meine Frau hat mir gerade meinen Kater gezeigt, der schon wieder hier liegt, wie so ein Bettvorleger. Ist es so, dass das Group automatisch auch ein Windows erkennen würde und sagen würde, soll ich eine weitere Partition für Windows erstellen? Ja. So, jetzt wird schon der Server neu gebootet. Das geht eigentlich super, super schnell. So, zack, da sehen wir jetzt schon den Linux-Kernel, den klassischen, der jetzt hochgebootet wird. Die Module werden geladen. Dadurch, dass jetzt noch nichts drauf ist, sollte das sehr, sehr schnell gehen. So, kommen unsere Grundpakete. So, und jetzt kann ich mich schon einloggen. So, User Bloopy, mein Passwort, was ich gewählt habe. Und schon bin ich drin. So, bei den Ubuntu muss man immer wissen, wenn man sich mit einem User einloggt, ist man nicht root, was ich auch erstmal gut finde, weil im Endeffekt sorgt das dafür, dass sichergestellt ist, dass ein normaler User nicht irgendwelche Befehle auf dem System ausführen kann, die für alle Benutzer greifend sind. Das heißt, wir machen ein sudo bash. Mit dem sudo bash werde ich nochmal auf das Passwort abgefragt. Kann man auch ausschalten, wenn man es will, gibt aber nochmal so einen doppelten Schutz. So, jetzt kann ich mehr oder weniger hier walten und schalten. Ja. Ich zeige euch das mal, indem ich hier apt-get install open ssh. Na, seht man hier, kann ich nicht durchführen, weil ich eben wie gesagt kein privilegierter Benutzer bin. Jetzt habe ich sudo bash gemacht, weil ich habe mich ja oben schon einmal angemeldet, deswegen kommt jetzt nicht nochmal die Passwortabfrage. apt-get install OpenSSH müsste richtig sein. Nee, ist es nicht. apt, jetzt muss ich selbst nochmal gerade gucken. Da gibt es ganz einfach den Befehl apt-get cache, Leerzeichen, search OpenSSH. Dann sollte ich es finden. Okay, da ist es. apt-get install OpenSSH
Nee, ah, OpenSSH-Server, glaube ich, war das. Genau. So, sage ich installieren. Hätte ich jetzt vorne das ausgewählt, wäre jetzt sogar der OpenSSH-Server schon längst installiert gewesen. So, jetzt habe ich mehr oder weniger ein Tool installiert, mit dem ich jetzt sicherstellen kann, ne, aha, SSHD läuft. Das heißt, ich könnte mich jetzt mit einem Putty drauf verbinden und kann damit arbeiten. Das heißt, ich gucke noch vielleicht mit ifconfig-a, wie ist die IP-Adresse des Systems, sehe ich jetzt die 239.108. Das heißt, ich würde jetzt hier hingehen, mache jetzt klassisch ein Putty auf. So, da sind wir auch schon wieder. Also, ne, wir haben jetzt, wie gesagt, ich habe mir schnell Putty runtergeladen. Im Endeffekt sieht man jetzt hier, wie ich angemeldet bin. Jetzt würde ich hier halt die IP-Adresse eingeben. Das ist jetzt hier 192.168.239.108. Sage auf OK. Ja, jetzt schiebe ich das mal hier runter. So, und jetzt muss ich mich hier anmelden. Mit Root geht noch nicht, weil ich das noch nicht freigegeben habe. Das heißt, ich gehe hier hin und sage Bluppi. So, und schon bin ich jetzt eingeloggt. Und im Endeffekt habe ich jetzt das gleiche System. Ja, ich zeige euch das mal, indem ich hier einen Top aufmache. Und hier einen Top. Top ist im Endeffekt sowas wie der Task Manager unter Windows wie hier. Das heißt, man sieht jetzt hier wirklich, ne, wir sind das gleiche System. 431 User. Und ja, man sieht hier halt den User hin und her springen. So, hier muss ich jetzt genauso natürlich sudo bash machen. Das heißt, ich will jetzt, ne, privilegierter Benutzer sein. Da bin ich jetzt auch durch. So, jetzt würde ich empfehlen, später mittelfristig, wie gesagt, noch den direkten Root-Zugriff zu erlauben. Das heißt, ich mache hier das sogenannte VI. Das ist so gesehen der Bearbeiter, der Browser. Ich mache das mal gerade hier ein bisschen größer. So, dann ist das ein bisschen schöner. VI, etc, ssh, ssh, unterstrich d, alt d, config, ja. So, und da gibt es jetzt, sieht man hier, ist die Grundkonfiguration drin, welcher Port und Permit Root Login Without Password. Ist erstmal ganz cool, dass das so drin steht. Ja, muss mich jetzt erstmal so grundlegend sagen. Das heißt, dann mache ich hier ein I für Insert, Raute, habe es also auskommentiert. I, mache hier im Endeffekt dahinter mit einem Shift A, gehe ich es am Ende der Zeile, Enter und trage das nochmal Permit Root Login. Und sagen Yes. Ja. Mit den Raute davor habe ich es aufskommentiert. Das heißt, der obere Bereich greift nicht, der untere ja. Ich würde immer empfehlen, wenn ihr in Config-Dateien rumbastelt, immer die Ur-Settings auszukommentieren und notfalls was runterzuschreiben. Sonst findet ihr nachher nicht mehr, was ihr getan habt. Oder die Dateien vorher zu sichern. Ja. So, das haben wir jetzt gemacht. Dann drücke ich die Escape-Taste. Doppelpunkt X. Ausrufezeichen. X steht für Write. Und executable, das heißt, er speichert die Datei und tut sie gleichzeitig auch beenden. Man kann das gleiche auch noch mit WQ machen. Ja, ich habe es mir, wie gesagt, angewöhnt mit X. Und mit Ausrufezeichen ist, er muss es unbedingt durchführen. So, damit habe ich jetzt die Datei mehr oder weniger erzeugt. Jetzt gehe ich auf Service, SSH und Restart. So, damit habe ich jetzt den SSH-Server neu gestartet. Und ab sofort, wenn ich jetzt oben aus dem Programm einfach mal duplicated mache, habe ich die gleiche Sitzung nochmal. Und gerade eben, wie gesagt, ging das mit den Root nicht. Jetzt kann ich mich hier mit Root anmelden. Geht aber nicht, weil ich habe nämlich noch kein Root-Passwort gesetzt. Ja? Das heißt, ich gehe nochmal hier zurück in die andere Sitzung und mache hier nochmal klassisch schnell ein Pass. WD Root, ja? Um das Root-Passwort zu setzen. So, jetzt setze ich hier schnell ein sicheres Passwort. Hat er gesetzt. Und jetzt kann ich wieder hingehen und mich hier mit diesem Passwort anmelden. Und simsalabim, bin ich eingeloggt. Und jetzt bin ich auch sofort, ja, privilegierter Benutzer. Das heißt, hardcore-mäßig kann alles tun. Wenn ich jetzt noch Updates machen will, mache ich apt-get Leerzeichen Update. Und wenn ich danach die sofort auch installieren lassen will, also gar nicht erst die Liste nur ausladen will, sage ich hier noch mit kaufmännisches und zweimal apt-upgrade Enter. So, das heißt, er fragt jetzt auf dem Server von den Hersteller von Ubuntu mehr oder weniger nach, was sind denn die aktuellen Pakete? Ja, sagt mir jetzt hier in meinem Fall, ah, da gibt es ein paar Updates, ne, jetzt bringt er hier die ganzen Libraries. Möchtest du sie updaten, weil das ist mit diesem apt-upgrade-Befehl, weil das apt-get-update wäre nur im Endeffekt abfragen, ob es Pakete gibt. Und das Upgrade ist, die Pakete eben halt zu installieren. Das heißt, ich mache jetzt hier Yes, jetzt lädt er sie runter und installiert sie und schon habe ich das System geupdatet. Das ist auch im Endeffekt das, was ihr machen müsst, um nachher euren Server zu pflegen. Ja? Also im Endeffekt öfter mal das apt-get, ne, Leerzeichen Update, dann kauft man nicht un Upgrade. Dann gibt es noch das sogenannte Dist Upgrade. Das ist im Endeffekt dazu da, beim Update
Upgrade wird mehr oder weniger nur die Pakete geupdatet, die enthalten sind. Mein Dist-Upgrade wird im Endeffekt das richtige Linux geupgradet. Mit Kernel, mit alles drum und dran. Wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, weil das halt einfach auch so ein paar kleine Baustellen mitbringt. Gleichzeitig wird nämlich auch das Ubuntu hochgezogen. Bei den LTS zum Beispiel gibt es dann immer so Versionen wie das jetzt hier, 14.10.2 ist das jetzt hier im Einsatz. Und wenn, also sind so wie Service Packs. Und wenn es jetzt ein neueres gibt, dann gibt es einen Punkt 3. Und wenn ihr ein Dist-Upgrade macht, wird das eben halt geupgradet. Ne? Das heißt, ich mache jetzt hier Dist-Upgrade, klack, und dann würde er jetzt sagen, ah, okay, kann ich machen. Dann würde ich jetzt die Kernels hochziehen. Dann sage ich ja, und dann macht er das. Wie gesagt, würde ich im Produktivsystem nicht einfach so machen. Ist zwar ganz nett, immer den neuesten Kernel einzusetzen, aber es kann halt auch massiv zu Problemen führen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Blubschen.